Die Corona-Pandemie hat einiges verändert. Auch hier auf den Philippinen, wo viele Menschen ihre Jobs verloren und gezwungen waren, auf andere Art und Weise Geld zu verdienen. Als besonders erfolgreich stellten sich Videospiele wie Axie Infinity heraus, wo die Spielgewinne in Kryptowährungen ausgeschüttet werden, die sich in Bargeld tauschen lassen. Das Geld verschafft uns das Einkommen, das wir brauchen. Ich konnte meine ausstehende Internetrechnung bezahlen, konnte meinen Eltern Geld geben, um Lebensmittel für uns zu kaufen. Und vor allem konnte ich die Einschreibe- und Studiengebühren für meine Schwester bezahlen. Dominic Lumabi aus Manila sitzt seit Juni vergangenen Jahres, als er pandemiebedingt seine Arbeit verlor, täglich 2 Stunden vor seinem Computer, um Kämpfe mit kugelförmigen Monstern auszufechten. So verdient er monatlich bis zu 170 Euro dazu, eine Summe, die ungefähr der Hälfte seines früheren Monatsgehalts entspricht.